Das Oberlausitzer Oldtimerwandern ist ein fester Bestandteil des Bierzuges in Eibau. Dabei handelt es sich um eine touristische Oldtimer-Ausfahrt mit kleinen Aufgaben und Prüfungen, bei denen es nicht um die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt. Vielmehr stehen das Fahren in geselliger Runde und die Freude an historischer Technik im Vordergrund. Auch in diesem Jahr brachen wieder über 100 Oldtimer zu ihrer 150 Kilometer langen Strecke quer durch die Oberlausitz auf. Die Ausfahrt endete am Nachmittag auf dem Eibauer Festplatz mit einer Fahrzeugpräsentation. Hier ein paar bewegte Bilder davon. Ja.
Nicht mehr lachen, doch sie lacht noch. Aber wie ist sie? Und Willi, was hast du gedacht? Dieses Jahr. Und wie war die Ausfahrt heute? Erstaunlich flink. Die 500 Kubikzentimeter klingt diese Leistung von 8 PS sehr wenig, aber das Drehmoment ist an jedem Berg ein wahrer Segen. Bist du nicht einfach gerast heute?
zum Rasen nicht, aber man freut sich hier ein wenig Drehzahlen. Das ist ein Lanz Bulldog auf zwei Rädern. So, jawohl, das haben wir mal hier einen schönen Drang. Wunderbar. Sehr, sehr schön.